Der ganze Film wurde von mir jetzt nochmals überarbeitet. Die Osmo Pocket hat ja eine neue Firmware bekommen, muss aber dazu sagen, ich bin bis jetzt ganz angenehm überrascht. Hier nochmal eine kleine Anmerkung. Die Osmo Pocket ist für mich kein GoPro-Killer, sondern beide Kameras haben ihre Berechtigung. Mit jeder dieser Kameras kann man tolle Filme drehen. Für mich wechseln lediglich die Einsatzgebiete der verschiedenen Kameras, die ich besitze. Also ich bin jetzt hier mit der Osmo Pocket zugange und für Fahraufnahmen, für Stories ist dies wirklich eine sehr, sehr gute Kamera. Auf Anregung habe ich den Film jetzt gekürzt und auch hier die Geschwindigkeit verändert, einfach um ein bisschen mehr Schwung in den Film zu bekommen. Wir befinden uns hier in Biebesheim, hier vorne ist die NATO-Rampe. Ja, da ist immer im Sommer mächtig was los und viele Anwohner oder auch Auswärtige kommen hier vorbei, stellen ihr Auto auf dem Parkplatz ein Stückchen weiter und gehen hier spazieren. Es ist ein schöner Ort. So, jetzt will ich einfach mal mein Gequatsche einstellen. Nochmals zu den Aufnahmen. Ich hatte hier in 4K gedreht, das Ganze auf 1080 runtergerechnet und den Gimbal auf langsam eingestellt. Einige Szenen aus dem vorigen Film habe ich rausgeschnitten, einfach um etwas mehr Schmiss in den Film zu bekommen. Und hier ist der südlichste Zipfel des Naturschutzgebietes Kühkopf. Es ist eines der schönsten Naturschutzgebiete Hessens. Ein Glück, dass der Altrhein jetzt wieder Wasser führt. Hier nochmals ein kurzer Schwenk auf den Heckstücksee. Der See bestand mal aus zwei Baggerseen und später wurde hier ein Durchbruch geschaffen. So ist ein sehr großer See entstanden.
Übrigens, die Wolken waren an diesem Tag sehr kräftig. Ich habe nur minimal am Gamma-Wert rumgeschraubt. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.